Sauerstofftransport. Sauerstoff ist eines der wichtigsten Elemente, die der menschliche Körper braucht. Sauerstoff ist ein Bestandteil der Zellen. Sauerstoff ist aber auch wichtig für den Stoffwechsel. Alle Lebensprozesse brauchen letztlich Sauerstoff. Der Metabolismus ist typischerweise mit Sauerstoff. Insbesondere alle Bewegungen der Muskeln beruhen letztlich darauf, dass etwas verbrannt wird unter Zugabe von Sauerstoff. Es gibt zwar auch den anaeroben Stoffwechsel, der aber nur kurz ist. Im Normalfall ist der Stoffwechsel aerob, das heißt, er braucht Sauerstoff. Sauerstofftransport geschieht zunächst über die Luft. In der Atemluft ist etwa 20% Sauerstoff enthalten. Wenn man also ein- und ausatmet, atmet man Luft ein und in der Luft ist Sauerstoff. Dann wird der Sauerstoff in den Alveolen weitergegeben an die Kapillargefäße, die Blutgefäße, und von dort wird der Sauerstoff weiter transportiert zum Herzen, und vom Herzen wird dann der Sauerstoff über die Arterien weiter transportiert in den Rest des Körpers. In dem ganzen Körper wird dann Sauerstoff aufgenommen, auch wieder in den Kapillargefäßen, und wird in den Zellen dann genutzt, und dann entsteht Kohlendioxid. Kohlendioxid wird wieder abgegeben in die Venen, und über die Venen geht's zurück zum Herzen, vom Herzen geht's zu den Lungen, in den Lungen wird das Kohlendioxid dann in die Lungen hineingegeben, also in den Alveolen kommt nicht nur der Sauerstoff ins Blut, sondern eben auch das Kohlendioxid zurück in die Lungen und wird dann ausgeatmet. Der Sauerstofftransport geschieht also im Körper hauptsächlich über das Blut. Damit der Sauerstofftransport im Blut gut geschehen kann, braucht es genügend rote Blutkörperchen, denn gerade die roten Blutkörperchen sind in besonderem Maße verantwortlich für den Sauerstofftransport. Und so ist es auch notwendig, dass man genügend Eisen hat, und gerade Menschen, die vegetarisch-vegan leben, sollten ab und zu mal ihren Eisenspiegel überprüfen lassen. Auch ein zu viel von Eisen ist auch nicht gut. Man nimmt sogar an, dass ein zu viel von Eisen die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass man unter Arteriosklerose leidet, Bluthochdruck und dann Herzinfarkt, Schlaganfall bekommt. Ja, nicht umsonst gibt es einige Studien, die zeigen, dass Menschen, die regelmäßig zum Blutspenden gehen, ein besseren Kreislaufsystem haben, weniger unter Arteriosklerose leiden und weniger auch unter Bluthochdruck leiden. Also viele Menschen haben eher ein Problem von zu viel Eisen als zu wenig Eisen, und es kann auch hilfreich sein, dass der menschliche Körper sein Blut öfters regeneriert. In Ayurveda und auch in der mittelalterlichen Medizin war ja der Aderlass ein Teil der Therapie, und heute weiß man, dass die beste Form des Aderlasses Blutspenden wäre, und vorher wird ja auch überprüft, ob der Mensch auch von seiner Gesundheit her auch geeignet ist zum Blutspenden. Und so kann also Blutspenden eine gute Hilfe sein, dass der Sauerstofftransport in den Blutgefäßen immer gut ist und dass das Blut sich auch immer wieder gut regeneriert. Soweit also zum Thema Sauerstofftransport. Vielleicht auch noch etwas: natürlich, dass der Sauerstoff gut transportiert werden kann, ist auch ein Herz-Kreislauf-Training gut. Herz-Kreislauf-Training ist zum Beispiel Walken, Fahrradfahren, Wandern, Treppensteigen, Joggen und Schwimmen, aber auch Surya Namaskar, Sonnengruß, hilft als Herz-Kreislauf-Training. Und das Interessante ist auch, dass Yoga-Atemübungen hervorragend sind, um das Blut-Herz-Kreislauf-System gesund zu halten. Gerade dadurch, dass die Atemübungen abwechseln zwischen einer Überversorgung mit Sauerstoff, zum Beispiel durch die vollständige Yoga-Atmung oder durch die Schnellatmung,
und dann abwechselnd mit Luft anhalten und damit den Sauerstoff im Blut reduzieren. Dies ist ein besonderes Trainingsreiz und gerade dadurch, dass mal ein sehr hoher Sauerstoffgehalt im Blut ist und dann ein recht niedriger, das trainiert die Selbstregulierungskräfte des Körpers und sorgt dafür, dass ein effektiver Sauerstofftransport auch dauerhaft stattfinden kann. Auch die Tiefenentspannung hilft, denn Tiefenentspannung ist etwas, was den menschlichen Körper zur Selbstregeneration hilft. Und so ist es gut, Yoga zu üben. Das hilft auch einem besseren Sauerstofftransport im Herz-Kreislauf-System.